Sie treffen nur noch richtige Entscheidungen. Sie machen keine Fehler mehr. Sie sagen, ja, wie bin ich denn früher ohne das ausgekommen? Mit dem fehlerhaften Verstand, da kam ja immer wieder Enttäuschung, das klappte nicht immer, Umwege, Verluste an Zeit, an Geld. Kommt alles nicht mehr vor, wenn Sie... Wir waren also dabei, wenn wir dem Verstand folgen, der macht aus allem einen langen Prozess, einen Weg, hat dann schöne Metaphern. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und was auch immer. Und ob ich, wenn ich Vollkommenheit als Ziel habe, ob man das in einem Leben überhaupt erreichen kann, das braucht sicher viele Leben, da muss ich oft inkarnieren. Das sagt der Verstand. Das Bewusstsein sagt, es ist nie ein Weg zu tun, es gibt keinen Prozess, sondern alles, es gibt nur das Jetzt, alles ist im Jetzt zu erreichen. Also können wir alles im Jetzt erreichen. Und jetzt war eben das Ziel, zu Bewusstsein zu kommen, die Identifikation mit der Illusion des Ich sofort und zuverlässig zu beenden. Und das geschieht, indem ich mir bewusst mache, wer ich bin. Also zerlegen wir es nochmal in drei Schritte. Eigentlich ist es nur einer. Ich mache mir noch einmal bewusst, wer ich nicht bin. Ich bin nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit, sondern, wie die Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe einen Verstand. Also ich bin der Besitzer, der Benutzer. Der Körper mit Verstand und Persönlichkeit ist mein Erfahrungsinstrument. Ich bin der Erfahrende. So, nachdem ich das geklärt habe, verlagere ich einmal, nicht als Wissensspeicher, sondern gleich vollziehend erleben, ich verlagere einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue meinem Körper als Bewusstsein über die Schulter zu, was der so treibt. Ja? Und damit habe ich sofort und zuverlässig die Identifikation mit meinem Erfahrungsinstrument Körper beendet. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper ist der Beobachtete, mein Verstand, meine Persönlichkeit. Ich kann mich also überall einschalten, indem ich meine Aufmerksamkeit auf den Verstand richte. Dann nehme ich wahr, was der gerade denkt. Ich kann meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit auf den Körper richten. Dann fühle ich, wie der sich gerade fühlt und so weiter. Aber ich bin das nicht mehr, ich bin der Beobachter. So. Und das zweite Wunder, das dabei geschieht, ist, was macht ein Beobachter? Ja, der beobachtet, das muss man nicht lernen, das kann ja jeder sofort. Das heißt, der Beobachter nimmt wahr, was gerade geschieht. Und damit komme ich ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Der Verstand kann sich irren, das macht er auch oft genug. Ja, und hat dann auch schöne Erklärungen erfunden, Irren ist menschlich und so weiter. Ja, aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie die Kamera, die uns aufnimmt, die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, die nimmt einfach nur auf und stellt fest, so ist es. Das heißt also, sobald ich der bewusste Beobachter bin, nehme ich wahr, was gerade im Jetzt geschieht. So. Und dann erkenne ich, Wahrnehmung ist fehlerfrei. Die ist von ihrem Wesen her fehlerfrei, die kann keine Fehler machen. Ja? Das heißt also, ich habe ein fehlerfreies Instrument zur Verfügung. Ich habe schon viele Jahre nicht mehr gedacht. Ich mache keinen Gebrauch mehr von meinem Verstand. Wozu auch? Die Wahrnehmung ist ja viel zuverlässiger oder absolut zuverlässig. So. Und damit haben wir gerade jetzt absolut mit einem einzigen Schritt, nämlich als der bewusste Beobachter bin ich nicht mehr der Beobachtete, sondern ich habe den Stecker der Identifikation gezogen und kann jetzt der Beobachter bleiben. Ich mache das seit mindestens 20 Jahren, sollte man also sofort tun, für immer der Beobachter bleiben. Dann kamen immer wieder mal Fragen von Leuten, die sagen, ja, bei der Arbeit
muss ich ja nachdenken, was mache ich jetzt und wie mache ich das am besten und wen soll ich fragen? Da sage ich, nein, das sind Sie nur gewohnt. Sie können das Gleiche klären mit der Wahrnehmung und dann machen Sie keine Fehler mehr. Mit dem Verstand wissen Sie, dass Sie Fehler machen und dann müssen Sie die ausbügeln. Und wenn Sie viele Fehler machen, werden Sie entlassen. Wenn Sie aber in der Wahrnehmung sind, machen Sie keine Fehler mehr, weil Sie ja eben wahrnehmen, was jetzt stimmt. Also gehen Sie nicht in die Falle des Denkens, weil jeder Gedanke zieht Sie natürlich sofort in den Verstand, sonst können Sie ja nicht denken. Und damit sind Sie wieder im Ich und damit sind Sie wieder in der Trennung. Aber mit einem Schritt sind Sie ja wieder der Beobachter und bleiben Sie am besten der Beobachter und in der Wahrnehmung. Ja, und dann nehmen Sie wahr, was jetzt ist und dann erkennen Sie, Leben ist nur jetzt. Sie können nämlich nicht vorhin leben und Sie können auch nicht nachher leben, sondern Sie können nur jetzt leben. Und wenn Sie nachdenken, müssen Sie aus dem Jetzt rausgehen. Dann sind Sie nämlich in Gedanken und denken über das, was Sie wahrgenommen haben, nach. Aber hier geht der Lebensfilm weiter, aber da sind Sie nicht mehr. Sie sind dann im Verstand. Das sollten Sie sich nicht mehr antun, sondern Sie bleiben in der Wahrnehmung, Sie bleiben der Beobachter ab jetzt und haben einen großen Vorteil, nicht nur bei der Arbeit, sondern in Ihrem ganzen Leben. Sie treffen nur noch richtige Entscheidungen. Sie machen keine Fehler mehr. Sie sagen, ja, wie bin ich denn früher ohne das ausgekommen? Mit dem fehlerhaften Verstand, da kam ja immer wieder Enttäuschung, das klappte nicht immer, Umwege, Verluste an Zeit, an Geld. Kommt alles nicht mehr vor, wenn Sie als Beobachter in der Wahrnehmung leben. Und das war der Schritt. Wow, wunderschön. Lieber Kurt, wie machen Sie das denn? Also, wenn Menschen fragen, Maxim, was hast du für Ziele als Trainer, als mit der Plattform, dann sage ich sehr häufig, ich weiß es nicht. Und das glauben mir die meisten nicht, weil normalerweise klassischer Begriff Erfolgstrainer, ja, was auch immer man unter Erfolg versteht, definiere die Ziele, arbeite hart dran und so weiter. So, jetzt sagen Sie, nimm wahr, wie kann man sich das einem normalen Sterblichen erzählen, erklären? Das Richtige wird dir im richtigen Moment gegeben und dann tust du es. Also das heißt, Ziele ist ja etwas dann wie eine Illusion, die man sich schafft, um weg von sich wegzukommen, um im Außen irgendwelche Dinge zu verfolgen. Also wie machen Sie das? Woher wissen Sie das? Ist es ein Musenkuss? Ist es die Eingebung der Seele, dass ich jetzt spüre, jetzt ist das Richtige, das zu tun und dann tue ich das jetzt? Und hier unterscheiden Sie zwischen den rationalen Zielen im Außen des Verstandes und den Eingebungen, die Sie jetzt plötzlich fühlen, dass sie jetzt richtig sind. Also das können Sie deutlich unterscheiden, ob Sie gerade im Verstand sind oder ob Sie in der Wahrnehmung sind. Ich bleibe also immer in der Wahrnehmung, bleibe der Beobachter und bleibe vor allen Dingen im Jetzt. Und dann passiert ein Wunder, es passieren so viele Wunder, aber dann passiert das Wunder, es gibt keinen Stress mehr. Weil der Verstand sagt, ich habe 7 Dinge gleichzeitig zu tun, die sind alle ganz wichtig, die müssten unbedingt eigentlich gestern schon raus, so, und dann geraten Sie in Stress, weil Sie 7 Dinge nicht gleichzeitig tun können. Im Jetzt gibt das nicht mehr. Sobald Sie im Jetzt leben, im Jetzt gibt es nur eine Sache zu tun. Das, was jetzt stimmt. Und da gibt es nie 2 Dinge, die jetzt stimmen, da stimmt jetzt 1. Das heißt also, wenn Sie in der Wahrnehmung sind, brauchen Sie keine Ziele, keine Pläne, keinen Terminkalender, kein gar nichts. Sie schauen, was das jetzt kommt, bringt eine Chance mit, eine Möglichkeit, öffnet eine Tür. Sie tun das, was jetzt zu tun ist und dann tun Sie das, was jetzt zu tun ist und dann tun Sie das, was jetzt zu tun ist. Und jedes Jetzt dauert immer so lange, bis Sie brauchen, um es erfüllt zu haben und dann beginnt das Nächste. Also Sie kommen nie wieder in Stress, Sie machen nie wieder einen Fehler. Sie wissen, ja, das ist mein eigentliches Leben. Das ist ja ideal. So habe ich ja gar nicht gedacht, dass man das so schnell erreichen kann. Und das alles haben Sie mit dem einen einzigen Schritt erreicht, mit dem Schritt zum bewussten Beobachter. Mhm. Wunderschön. Lieber Kurt, ich darf mich in diesem Leben mit großen Meistern beschäftigen, also wirklich von den alten Griechen bis Tesla, Mozart, Da Vinci, Einstein und wie die alle großen oder sagen wir mal, andersdenkenden Menschen waren. Wenn Sie mal auf die Weltgeschichte schauen
und Sie jetzt bewusst keine Vorbilder haben, weil Sie sagen, naja, wenn ich ein Ideal habe, dann ist es Gott persönlich, wobei er hat keine Person, das ist eine Quelle, Energie. Gab es denn Menschen oder gibt es Menschen, wo Sie sagen, wenn ich die zum Abendessen einladen könnte, würde ich es trotzdem tun, weil ich es einfach als Persönlichkeit spannend finde? Ich bin da in einer glücklichen Situation, dass jeder, der mir eben jetzt begegnet, mir der Liebste ist. Deswegen ist jetzt unser Interview das Wichtigste. Sie sind der einzige Mensch, da gibt es keinen Einstein und keinen Leonardo da Vinci, da gibt es jetzt nur Sie. Und ich erlebe die Faszination der Einmaligkeit unserer Begegnung im Jetzt. Und da brauche ich keine anderen, da habe ich keine anderen Wünsche. Und in jedem, es gab ja noch nie einen Zeitpunkt, wo nicht jetzt war. Also jetzt ist ja immer, also in jedem Jetzt geschieht irgendwas Faszinierendes. Und da habe ich keine Vorstellung mehr, dass ich gerne was anderes machen möchte oder einen anderen einladen würde oder einem begegnen würde, sondern das, was jetzt geschieht, ist das, was jetzt stimmt. Und das ist das Einzige, was ich will. Wunderschön. Wow, das ist eine wunderschöne Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade geschieht. Gibt es denn Momente, an denen sich ein Kurt Tepperwein manchmal, und wenn es nur für ein kurzes Zucken, wundert oder, um nicht zu sagen, manchmal ärgert? Für einen kurzen Moment wenigstens? So ein inneres Zucken im Sinn von, oh, das habe ich jetzt nicht geplant, und dann sofort sich wieder befreien? Also im Jetzt kommt das nicht mehr vor. Ich habe mich das letzte Mal geärgert am 23. Dezember 1979. Und seit der Zeit ist das nie wieder vorgekommen. Da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ne? Und seit der Zeit ist das nie wieder vorgekommen. Und Leute, die mich seit 30, 40 Jahren kennen, wissen, das geht nicht mehr. Im erwachten Bewusstsein, ein erwachtes Bewusstsein kann sich nicht ärgern. Aber selbst wenn ich das noch könnte, würde ich das nicht tun, weil ich nämlich weiß, was ich mir damit antue. Dazu müssen wir uns noch etwas bewusst machen. Nämlich, wie entsteht Schicksal? Ja, das heißt also, während Sie jetzt da so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft, ohne das zu wissen. Ja, weil Sie sind ein Energiefeld in Wirklichkeit. Sie haben einen Körper, Sie haben eine Persönlichkeit, alles. Sie haben eine Rolle, einen Beruf und so weiter. Sie erfüllen einen Platz, eine Aufgabe. Aber das ist alles nur die menschliche Seite. Sie sind der, der Sie wirklich sind. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade dran? Ob Sie sich ab und zu noch ärgern, beziehungsweise Sie sagen, im erwachten Zustand nicht mehr. Und wenn Sie also wissen, in jedem Augenblick senden Sie Ihre einmalige Schwingung aus und verursachen damit Ihr einmaliges Schicksal. Das heißt also, niemand auf der Welt hat Ihr Leben gelebt, Ihre Prägung, Ihre Erfahrungen gemacht. Das haben nur Sie, und so entsteht die einmalige Schwingung Ihres Energiefeldes. Und das, was Sie erleben, das, was wir Schicksal nennen, ist in Wirklichkeit nur ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins. Das heißt, jeder macht sich sein einmaliges Schicksal selbst. Das können wir nicht ändern. Aber wir können unser So-Sein ändern, das geht ganz leicht. Und jede Veränderung unseres So-Seins verändert natürlich sofort die Schwingung unseres Energiefeldes, unsere Bestellung beim Leben und unsere Zukunft. Sie haben jetzt gerade ein bisschen gelächelt. Das allein hat schon ein bisschen Ihr Energiefeld verändert und macht ein bisschen lächelnde Zukunft. Das heißt also, wenn Sie wollen, dass Ihre Welt lächelt, müssen Sie zuerst lächeln. Das Spiegelbild kann nicht den Anfang machen. Aber wenn Sie lächeln, muss Ihr Spiegelbild Realität auch lächeln, denn das Spiegelbild hat keine Wahl. Sie schon. Das heißt also, wenn Sie schlechte Laune haben oder sich gar ärgern, verursachen Sie damit sofort absolut zuverlässig eine ärgerliche Zukunft, die Sie ganz sicher nicht haben wollen. Also müssen Sie aufpassen, im Jetzt Ihr So-Sein in Harmonie zu halten, möglichst vollkommen natürlich, und damit verursachen Sie ganz von selbst ein vollkommenes Schicksal. Ja? Das heißt, Sie brauchen sich nicht um Ihr Schicksal, um die Realität zu kümmern, sondern nur
um ihr So-Sein. Also machen Sie sich einmal bewusst, in welcher Schwingung bin ich gerade, was verursache ich damit in meiner Zukunft und ist es das, was ich wirklich will? Und was will ich denn und mit was muss ich mich jetzt erfüllen, damit genau das in meiner Zukunft geschieht? So, und das ist Ihr Schlüssel zur Macht. Über das So-Sein können Sie Ihr ganzes Leben steuern. Wunderschön, wunderschön. Lieber Kurt, ich bin berührt, beseelt. Im Grunde genommen versuche ich etwas in Worte zu packen, was der Verstand wieder nur als Illusion deklariert, sondern ich bin einfach im Herzen berührt und weiß, dass es sehr, sehr viele Tausende von Menschen im Herzen und im Verstand anträgern wird, im Herzen berühren wird. Danke für das, was Sie tagtäglich tun, für Ihre Meisterschaft, für Ihr Lebenswerk, für Ihre Weisheit. Also wir werden das an sehr, sehr viele Menschen, die auch bereit sind, weiterzuwachsen, zeigen, streuen und bedanke mich von ganzem Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich bedanke mich für unsere einmalige Begegnung im einmaligen Jetzt, das in der Schöpfung nur jetzt stattgefunden hat. Und das ist für mich ein erfülltes Leben und dafür bin ich dankbar. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz. Thank you.